Hallo zu einer neuen Folge Einfach Backen. Ich bin Luisa und heute backen wir eine Philadelphia Himbeertorte. Dafür brauchen wir Frischkäse, wir brauchen Quark, wir brauchen jede Menge Himbeeren, wir brauchen Haferkekse, Butter, Vanillezucker, normaler Zucker, Gelatine und ein paar Minzblätter für die Dekoration. Allerdings ist Backen das falsche Wort. Wir machen nämlich heute eine No-Bake-Torte, die einfach nur gekühlt wird. Dafür haben wir auch die Haferkekse und die Butter. Daraus machen wir unseren Boden. So, für unseren Keksboden geben wir die Kekse in einen Gefrierbeutel oder andere Tüte, verschließen die gut und dann fangen wir an zu klopfen. So, unsere Brösele sind fertig. Ich befürchte, dass die Schüssel zu klein ist. Wir brauchen eine größere. So, jetzt geben wir die flüssige Butter dazu. Vermengen das Ganze. Und geben das in unsere Springform. Wir nutzen hier eine 26 cm Springform. Verteilen den Keksboden. Ihr braucht den auch echt nur am Boden verteilen. Bitte nicht an den Rand versuchen, irgendwie hochzudrücken. Das wäre viel zu umständlich. Brauchen wir in dem Fall auch einfach nicht. So, kurz andrücken. Dann kommt der für eine halbe Stunde in den Kühlschrank und wir machen in der Zwischenzeit unsere Füllung. Für die Füllung geben wir jetzt Frischkäse, Quark mit Zucker und Vanillezucker in eine Rührschüssel und verrühren das Ganze gut. Oh. So, machen den Rand kurz sauber. Jetzt geben wir 3 Esslöffel von der Creme in einen Topf, zusammen mit der ausgedrückten, eingeweichten Gelatine. So, Gelatine bitte immer in kaltem Wasser einweichen und dann sehr gut ausdrücken. Das geben wir gerade dazu und stellen das jetzt auf die Herdplatte und rühren so lange, bis sich die Gelatine geschmolzen hat. Ungefähr bei mittlerer Hitze. So, wie ihr sehen könnt, ist das jetzt super schön geschmolzen. Jetzt geben wir langsam unterrühren die Gelatine wieder dazu, zu der Creme. So. Und fertig ist die Creme. Unser Boden ist jetzt schon kalt genug, hat sich gut gefestigt. Jetzt geben wir die erste Hälfte der Creme auf den Boden und verteilen ihn regelmäßig. Verteilen ihn gleichmäßig. Geben vielleicht noch ein Schöpferle dazu. Jetzt nehmen wir die Himbeeren, verteilen die auf der Creme und zerdrücken dabei auch ein paar, damit die so ein bisschen ihren Saft verlieren. Und den Rest der Creme verteilen wir oben drauf. Ich gebe alles in die Mitte. Hol mir gleich noch mal einen kleinen Spatel zur Hilfe. Die kommt jetzt für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank und dann dekorieren wir sie fertig. Unsere Philadelphia Himbeertorte kommt jetzt aus dem Kühlschrank. Wir lösen vorsichtig mit einem heiß abgespülten Messer den Rand. Mal gucken. Klappt.
So, jetzt dekorieren wir noch ein wenig mit frischen Himbeeren. Dafür sammle ich erstmal alle einfach mittig und lege mir dann ein paar an den Rand. Und dann legen wir ein paar Pfefferminzblätter. Noch hin zur Deko. So. Na, komm, die zwei Plättle. So. Und fertig ist unsere Philadelphia Himbeertorte. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen, vor allem, weil man nichts backen musste. Bei solchen No-Bake-Torten sind wir ja relativ flexibel, vor allem auch was den Boden angeht. Schreibt mir doch am besten in die Kommentare, welcher Keksboden euer Lieblingsboden ist, ob ihr lieber Butterkekse oder Oreos nimmt. Ich persönlich stehe total auf Graham Crackers, aber da ist jeder total frei. Deswegen bin ich ganz gespannt auf eure Nachrichten. Lasst uns doch noch einen Daumen hoch da. Und abonniert unseren Kanal, darüber würden wir uns auch sehr freuen. Und wenn ihr bis zum nächsten Mal nicht warten könnt, dann findet ihr hier unter diesem Video einen Link. Der führt euch zu unserem Einfachbacken-Online-Kurs. Dort verrate ich euch noch weitere Tipps und Tricks zum Thema Tortenbacken. Und dann sehen wir uns nächstes Mal bei mir im Kurs.